sagte, ich möchte noch mal zur Schmiede, bitte. Auch wenn ich echt nicht glaube, dass ich diesmal diese Rüstung finde, diese Steine finde. Das war nicht da, wo ich hin wollte. Da wollte ich hin. Another step forward. Weil ist das? Es leuchtet, ich will es haben. Kann ich da draufhauen? Dinge, die leuchten, sind immer interessant. Aber da drüben war ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich darüber komme. Es haut mich. Okay. Ich glaube, ich sollte einfach mal mit Karlach vorlaufen, weil Karlach ist ja eigentlich der Tank. Aua. Hallo. Oh, das kann ich nicht aufheben. Ich kack ab, ey. Jetzt beide Waffen auf dem Boden? Oh, und es provoziert beides einen Gelegenheitsangriff. Ich werd welk. Menschenskinners. Und ich kann's nicht anlegen. Lass mal diesen und diesen. Ja, das will ich aber hoffen. Hab nur Crit gesehen, hab schon Sorge gehabt. Ich glaube nicht, dass sie mit einem Fireball. Fehlschlag. Ich werd welk. Reicht jetzt? Oh wow, toll, der explodiert. Er explodiert einfach. Kommt der Rest jetzt her? Werden ja immer mehr? Uff, Tata. Feuerschild, ja super. Ah, ich will den eigentlich nicht blinden, das ist Quatsch. Sie kann eh nicht heilen.
So. Ich gerade Schneesturm der Verbündete heilt oder habe ich das falsch gelesen? Ah, ist wieder weg, kann ich gar nicht sehen, okay. Mensch, du Kidders, kannst du jetzt mal aufhören, meinen ganzen Shit hier irgendwie auf den Boden fallen zu lassen? Jetzt Ladung. Was denn? Krieg ich die da ohne irgendwen von meinen Mates mit zu erwischen? So nämlich. Kann ich. Menschenskinders! Du mit deinem Heat Metal. Hä? Nein, den wollte ich nicht aufheben. Oh nein. Oh. Werd weg. Nee. Oh, das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr irgendwie hin und her schieben, ne? Doch. Sie kann das aber nicht anlegen. Ich flippe aus. Junge, Junge, Junge. Ist nicht nett. Ausrüstung anlegen, Aktion verbraucht, schade. Schade, schade. So. Ach Mensch. Geh weg hier jetzt mit deinen Heat Metal. Schwör bei Gott, wehe. Es tut natürlich weh, ne? Rasende Anspannung. Es lebt noch! Geh durch! Jetzt ist die ganze Umgebung ein bisschen geladen. Herzförmiger Stein. Was war das denn für einmal um Pudding gelaufen, Mäusi? Da ist noch einer. Oh, dafür muss ich durch Sinks laufen, ne? Magma Method. Viech. Gib mir deinen Loot. Will doch nur darüber. Bücherregal. Oh. Eissturm. Schutz vor Energie. Featherfall. Shadowheart. Nimm. Nichts. Noch mehr Bücher. Brennende Hände und was? Tödliches Phantom. So. Ein Register. Okay. Aufheben. Und eine Feuerresistenz. Mitralader. Kann ich die kaputt machen? Ist einfach überall hingeflogen. Tralerz. Alles klar.
Ist das jetzt der Shit, den ich dafür brauche? Was ist das da unten? Ein Wibbelchen Lava. Ah, da komme ich nicht hin. Alles klar. War da. Das Erz brauche ich. Was habe ich denn? Streitkolben, eine mittelschwere Rüstung, eine schwere Rüstung, ein Langschwert. Ist halt alles nicht so... Es bringt halt alles meinem Schurken nichts. So eine leichte Rüstung wäre smart. Weiß gar nicht, was Karloch hat. Kann ich das irgendwo sehen? Baba, Tiefling, Sonderling. Rüstung. Leichte, mittlere und Schilde. Ja, toll. Was ist sie hier eigentlich? Kriegswaffen. Ich bin halt mit Finesse-Waffen, ne? Handarmbrüste, Langschwerter, Rapiere, Kurzschwerter. Oh, wer braucht denn schon Langschwert? Was hat er eigentlich? Außergewöhnlich gut! Mittel. Mittel. Ich rast aus. Habt mich lieb. Ich hab halt... Wäre halt so eine leichte Rüstung für mich wäre halt smart gewesen. Aber da kann ich halt nichts mit anfangen. Alle anderen können wenigstens mit... Ah, naja, er kann auch nur mit leichter Rüstung. Ich könnte halt Karloch eine mittlere Rüstung machen, wenigstens. Alles andere ist halt nicht useful für mich, ist das Problem. Ah, excellent choice. No use. Blocked. Dann halt, ja, eine mittlere Rüstung für Karloch machen und danach ist alles andere halt nutzlos. Wo ist er denn? Mittlere Rüstung. Einfügen. Karloch, ich würde da echt runterkommen. Danke. Da kann ich halt echt nicht viel mit anfangen. Wenn die Rüstung jetzt scheiße ist, dann weine ich. Wir fahren runter. Cool. That did the trick, right? And? Das ist ein Krummsegel, Säbel. Habe ich die da einfach wegignoriert? Krummsäbel und Kurzschwert? Verwendung einer bestimmten Schmiede von Krummsäbel. Kann ich Krummsäbel? Das würde vielleicht ein bisschen was bringen. Hallo? Lass mich dahin jetzt. Nein! Was gilt denn als ein Krummsäbel? Meinst du, eine mittlere Rüstung für Karloch brauche ich nicht, oder? Lava! Mal draufdrücken. Mal gucken, was passiert. Kurzschwert kannst du eigentlich auch mit Schurke, weil es eine einfache Waffe ist.
Katze für gewöhnlich. Vielleicht nicht auf die Lava treten. Aha, Lava-Ventil. Okay. Da muss ich nochmal gucken. Jetzt weiß ich ja im Groben, wie es aussieht. So ein leuchtender blauer Bubbel. Der wird ja wohl auffallen. Hallo, was bist du denn? Will ich gar nicht wissen. Das sieht nicht nett aus. Der ganze Boden füllt sich mit Lava! Pass gleich aus! Jetzt eigentlich meine beiden Waffen wieder ausgerüstet? Ja. Warenabschätzung. 300 Leben? Ist der doof? Und auch noch erhöhte Rüstung. Ich raste aus. Bist du noch wütend? Nein. Karlach wird wütend. Wunderbar. So, du geh da mal weg. Und du hast doch bestimmt hier, du hast doch gerade die Eispfeile gekriegt, oder nicht? Wo sind sie? Eissturm. Vielleicht nicht ganz so. Aber irgendwer von euch hatte Ice Knife. Da bin ich mir fast sicher. Aber du hast halt keinen Zauberplatz mehr. Uff. Ich würde sagen Heat Metal, aber... Ihr seht auch nicht aus als... Pfeil des Blitzes. Pfeil des Eises. Oh toll, da treffe ich die anderen gleich mit. Scheiße. Ach ja, mein armer Artificer, der kennt das Problem. Gersten. Windstoß. Enlarge. Verbannung. Vampirberührung. Sowas muss ich eigentlich mal meinem Schurken geben. Unsichtbares Sehen. Tödliches Phantom. Ah, useless. Alles klar. Ah, ich kann halt auch nicht mehr heilen. Ja gut, wenn ich jetzt sterbe, ist es gar nicht schlimm. Weil dann kann ich wenigstens noch mal rasten, bevor das hier losgeht. Ich habe doch irgendwem Ice Knife beigebracht, Mann. Ich raste gleich aus. Alter Strahl. Kritischer Fehlschlag. Man müsste den halt auch treffen, ne? Dann ist... Oh, siehst du, kritischer Treffer. Alter Schwede. Okay. Oh, was hast du jetzt noch Schönes? Featherfall, Feuerschild. Filternkörper im Flammen. Lichtspenden, Resistenz gegen Feuer- und Kälteschaden. Oh, das ist natürlich gut.
So. Feuerschild Wärme. Haben Schaden. Erleichtert durch Kälteschaden nur halben Schaden. Erleichtert durch Feuerschaden nur einen halben Schaden. Achso, sie hat das jetzt. Scheiße. Das war so nicht geplant. Alles klar. War Mist. Hätte ich anders machen müssen. Alles klar. Kältestrahl. Ah. Ja, Kältestrahl. Das ist kein Zauber, ne? Du bist Zaubertreck, oder? Kältestrahl ist ein Zaubertreck. Alles klar, dann lieber den. Immun gegen Blitzschaden. Natürlich. Fehlschlag. Natürlich. Natürlich. Oh oh. Oh, guck mal. Die Lava ist weg. Gefahrenabschätzung, alles klar. Was macht denn Gefahrenabschätzung? Wenigstens Vorteil. Oh, Junge, 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 Junge. Schön und Zauberslots da reingehen. Wunderbar. Wunderbar. Aber auch nicht, dass ihm übel werden kann. Aber vielleicht kann ich jetzt genau so diesen Eispfeil werfen. Bei ihm trifft und meine beiden nicht. Ja. Hä? Waren die echt dran? So. Konzentration verloren, Hexenpfeil. Alles klar. Ui! Sag mal, bleibst du bitte hier? Wie ihn das gar nicht interessiert. Sie kann... Sie hat... Eigentlich... Ist... Also hält sie ihn da, wo er ist. Habe ich noch so einen Pfeil? Ja. Aber nicht so, dass ich nur ihn treffe, so wie es aussieht. Doch. Oh, Fehlschlag, schön. Das ist schön. Das ist nicht einfach. Ach, wie kommst du denn darauf? Das halt machen müssen, wenn eine Aktion. Und ich will eigentlich. Ihn überhaupt zu treffen, ist halt schon so ein Ding. Auf. Kritischer Treffer. Ja, moin! Guck mal, das halbe Leben ist jetzt weg. Also, meine Mates sind fast alle tot, aber das halbe Leben ist weg. Es hätte halt immer noch Gelegenheitsangriff. Ich könnte ihn schubsen. Oh, es hätte auch Gelegenheitsangriff. Kann ich alles nicht machen. Oh, oh. Ja, ich hätte da Full Life reingehen. Ich hätte da Full Life reingehen müssen, glaube ich. Kein Feuer. Ah.
Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Alter. Was ist denn mit dir? Kritischer Treffer. Junge, warum war da null Schaden? Mit einem kritischen Treffer? Okay. Cool, Freund. Haben sie dir irgendwie ins Hirn geschissen? Bist du doof? Alter. Ich hätte da auf jeden Fall... Dass das ein Fehlschlag wird, war klar. Rot, gefesselt. Resistenz einfach gegen alles. Säure, Schall, nekrotisch, Feuer, Blitz, Eis, psychisch, Gift, gleißend, Energie. Bist du... So intensive Hitze macht das Metall weich genug, um formbar zu sein. Hier das Dings wieder anmachen? Aha. Geh da rein. Geh da wieder rein. Jetzt ist es nicht intensiv genug. Geh da rein. Schwer zum Stoßen, ja, das war klar. Geh da wieder rein. Ja, so oder so. Er geht da selber wieder rein, alles klar. Aha, aha, aha. Aha. Kann ich jetzt wieder angreifen? Schaden ist verdoppelt. Da kann nur Carla was tun. Energieschaden aus magischen Angriffen ist halbiert. Ja gut, halber Schaden, damit kann man ja leben. Läuft stets die letzte Kreatur an, die ihn trifft. Sofern. Das finde ich, das ist nice to know. Alles klar. Dann muss ich mir halt irgendeinen Depp suchen, der ihn nicht angreift. Der hier am Ventil stehen bleibt. Das versuche ich einfach gleich nochmal. Ist okay. Irgendwie Feuerschaden. Weiß ich doch. Okay, kann ich da wieder hoch? Ich kann da wohl wieder hoch. Stimmt. Dann kann ich aber erstmal die andere Dings suchen. Und dann full live da reingehen. Und mit ein paar mehr Slots. Da bin ich noch oben. Nee, ich bin schon unten. Ist klar, ich kann damit doch bestimmt wieder hochfahren. Ich kann nicht wieder hochfahren? Ich muss jetzt hier unten bleiben? Für immer? Wenn ich jetzt nach oben porte, komme ich dann hier nie wieder runter? Komm ich jetzt hier nicht mehr... Aber warum kann ich da jetzt nicht mehr hochfahren? Wenn ich jetzt hochporte, bleibe ich dann da unten? Also bleibt das Ding dann da unten? Gerade gespeichert gehabt. Im Zweifel kann ich ja immer noch
Was war das? Oh, ey. Er bleibt einfach da unten. Wie frech ist das denn? Ich da runterfalle, dann liege ich. Wie viel? Was bitte? Minus 36 TP. Das ist ja ein bisschen gemein jetzt. Aber das Ding muss ich doch irgendwie wieder hochkriegen. Das kann doch nicht da unten bleiben. Kann nicht sein, dass ich da nur wieder rauskomme, indem ich da rausporte. Hier bestimmt den Dings wieder raussehen. Ja, aber ich habe doch jetzt auch nur einmal dieses Erz dabei. Ich muss ja dann irgendwie nochmal runter. Also, kommt die nie wieder hoch jetzt? Das ist ja dämlich. Sehr blöd gemacht. Kann ich hier rasten? Ich sollte vorher das Ding hier wieder da einsetzen. Toll. Hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ah, frech. Und die Rüstung wollte ich noch geben. Was war das? 15er Rüstungsklasse, mittelschwer. Das war leicht. Sie hat mittelschwer. 15 ist das. Bei ihr bringt das nichts, bei ihr bringt es aber... Vielleicht. Was hat sie denn für ein Attribut da noch drauf? Ihre den Träger angreifen. Oh ne, ist klar. Wobei sie soll jetzt eh nicht kämpfen. Ja, das ist ein bisschen dämlich gemacht. Hauptsache ich komme an das andere Dings jetzt noch ran. So, Freunde der Nacht. Mein Eulenbär ist weg. Pack ab. Geht gar nicht. Let's see what's to be said. Das spratzelt da ein bisschen. Muss das so? Friend? Ja, toll. Ich dachte, er erzählt mir... Oh, das war eine schöne Streicheleinheit. Die war richtig hübsch. Ich dachte, er erzählt mir, wo mein Eulenbär hin ist. Aber tut er nicht. Das ist ja gemein. Okay. Ich Dinge nach dem Kampf noch holen kann, ist ja alles schön. Muss dann halt nur runterspringen, mir das Genick halt brechen, aber sonst. Ja, oder mit Federfall halt, ne? Dafür gibt's ja Federfall. Also ein bisschen blöd gemacht. So, wo ist jetzt das Rädchen hier? Du gehst nach da.
Nee, nix kopieren hier. So. Du kannst mal hier schön gebührten Sicherheitsabstand. Ja gut, komm, das reicht hier. So. Nach dem Kampf lässt sich das wieder hochbauen eigentlich, okay? Kannst gleich hier bleiben. Du gehst freundlicherweise auf die andere Seite. Und wenn ich jetzt richtig Glück habe, habe ich wieder alle auf einmal in der Initiative Leiste. Das wäre natürlich optimal. Das ist perfekt. Dann kann nämlich Schattenherz die Runde sogar noch angreifen. Also erstmal kann die das hier machen. Beistand kann sie noch eine coole Bonusaktion. Bestimmt, weil sie hat ja hier... Weiß ich nicht. Schallschaden. Ne, Schallschaden war er, glaube ich. Was war das? Schallschaden, nein, nein. Ach doch, so halber Schaden. Hiebschaden ist halt Karlach, ne? Aber Schallschaden könnte man ihm mal entgegenbringen. Aber nicht mit der Bonusaktion. Leider. So, und da Karlach als letztes angreifen muss, darf Karlach das hier haben. So, sie macht jetzt mehr nicht. Sie haut da jetzt mit voller Liebe drauf. Weil ich das mit der Gefahrenabschätzung noch nicht so ganz raus habe. Sie greift als letztes an. Jetzt greift nämlich erstmal Gale an. Und Gale hat... physisch... Oh, ich muss mir das aufschreiben. Schall, Kälte und Energie. Blitz... Säure, Schall, Kälte, das ist nicht Energie, das ist Feuer. Ist psychisch Energie? Nein, ne? Ah, hier mit Eis drauf. Ah, dann gehst du halt nicht mit Eis drauf, alles klar. Gut, Karlach, du machst das jetzt. Schallschaden. Natürlich. Aktion. Zauberwirken. Ach so, weil sie wütend ist. Alles klar. Gesichtsloser Angriff. Ich habe das mit dieser Gefahrenabschätzung noch nicht ganz raus. Genau. Du gegen Karlach. So. Steht das da irgendwie mit bei jetzt? Gewicht ist da, alles klar. Bedroht. Überhitzt. Aber das steht halt auch nicht drauf, was diese Gefahrenabschätzung macht. Ja. Gute Frage. Stufe 10 Golem. Hallo? Bin ich Stufe, weiß ich nicht. Ich find's nicht. Stufe 6. Glaub ich, gehöre da gar nicht hin. So, ich habe angegriffen. Zug beenden. Karlach greift als letztes an. Hat er Gefahren? Schätzt Dingsy. Gleißend. Stand Gleißend da irgendwie auch noch separat mit bei? Gleißend da. Energie, Schall und Eis. Sowas hat sie doch bestimmt, oder?
Ja, wenn du weißt, was eine Gefahreneinschätzung ist, dann bitte. Schall, Donnerwoge. Energie. Eis. Schutz vor Energie. Schall. Spinnennetz. Brennende Hände, Feuer. Toll. Nekrotisch. Sie hat halt nichts, ne? Energie, Schall, Eis. Hat sie nicht. Sie ist halt unnötig. Reißend. Schattenherz, sowas selten so unnötig. Ist, wen er angreift. Sprich, du greifst ihn nur mit Karlach an, dann wird er nur Karlach angreifen. Achso. Ja, aber nee, das ist doch das Hauptziel hier, oder nicht? Hätte ich jetzt gedacht. So, das in Kombination miteinander, oder wie? Wahrscheinlich, achso, ja. Tja, Energieschall, Eis. Hat sie alles nicht. Shadowheart war selten so unnötig. Schade! Schattenherz, schade! Dann bist du jetzt halt einfach da. Dann bist du jetzt einfach nur da und machst das Ventil auf und heilst, wenn es sein muss. Kannst aber... Blitz. Irgendwas hattest du doch. Feuer. Was ist denn Energieschaden? Ich habe jetzt noch nichts gesehen, was Energieschaden hat. Ich meine, ne? Keine Schmerzen mit. Dann benutzt du halt hier Eisdings. Er benutzt so halt gar nichts. Magic Missile ist Energie. Ja gut, Magic Missile habe ich nicht. Karlach macht das. Bei Karlach könnte ja gerade bei ihm mal... den hier machen. Aha, aha, aha. Wow. Ew. 19 für einen erfolgreichen Rettungswurf. Ja, rette mal. So. Das ist nicht okay jetzt. Ist er noch? Untersuchung. Also noch ist er, noch ist er. Noch ist alles gut. Alles klar. Beenden. Sie muss als letztes angreifen. Sie kann aber eigentlich schon mal die Lava wieder anmachen. Nicht, dass sie unnötig wird. So. Weil seine Füße nicht mehr glühen, ist er nicht mehr. Meinst du überhitzt, oder? Was möchtest du mir gerade sagen? Oh, getroffen! Cool! Eieiei. Eieiei. Achso, ja, gut. Ich kann es ja trotzdem schon mal anmachen.
Eieiei. Deine Ohrenwürfel bringen mir gar nichts. Scharlach, du bist noch nicht dran. Hast du den Beistand gemacht? Ja. Es kroggelt da hinten. Die war halt selten so unnötig. So, guck mal. Ja, Ice Knife. Er ist ja kein Ice Knife. Wow. Das wird ein Gaudi. Einmal. Zweimal. Nötig. Unnötig. Alter. Das verstehe ich halt gar nicht ganz. Warum kann ich hier oben Würfel 14 machen? Weil sie brauchen 19 für einen Wurf. Oder kommen die 14 oben drauf? Die 13 oben drauf? Hm. Wo willst denn du hin? Hallo? Es tat voll weh. Du Vogel. Eieiei. Ist ja jetzt nicht so. Komm, heil Karlach nochmal. Tu was Sinnvolles. Where do we go from here? Kannst du bitte wieder herkommen? Ich finde das nicht okay, was du machst. Schattenherz kann auch noch mal her heilen. Heilt eh besser. Anfassen, ne? Ja. Achso, warum ist sie jetzt auf sie gegangen? Ich kann doch gar nichts mehr machen. Was sagen, Karlach? Eieiei. Ich wollte sagen, Karlach, du musst bitte wenigstens einmal treffen. Plonk. Fünf Schaden hat er gemacht. Mal alle wieder hier auf den Boden der Tatsachen zurück. Du kommst dahin, damit du nicht gleich im Feuer liegst. Wunderbar. Du kannst hier mal das Ventil aufmachen. Du kannst nochmal wieder draufhauen. Sage mal! Lass gleich aus. Ich würfel mit Vorteil und ich krieg dein Nüste! Ah, hey, Karlach. Hallo, wo willst du hin? Und dein Erdbeben. Karlach fängt nicht an. Oh, ein Crit. So. Auch meine Maske war uns raus.
30. Oh, ein Crit. Oh, das war dumm. Nee, das kann ich jetzt nicht machen. Scheiße, habe ich nicht aufgepasst. Das ist jetzt ungefähr so der Moment vom Beholder aus meiner D&D-Kampagne, als unser DM sich hingestellt hat und gesagt hat, gut, das ist jetzt hier alles nur in die Länge gezogen, ihr kriegt den Down. Wir beschleunigen den Kampf jetzt mal. Weil die Heilung halt reicht, um den kaputt zu schießen. Oh, Fehlschlag, Mann, ich raste aus. Boah, Fehlschlag, Mann, ich raste aus. Ist auch überhitzt, alles klar, aber Karlach braucht halt eine Heilung. So oder so. Hier Wounds kann ich nicht machen, muss ich halt hingehen für. Ich könnte auch Beistand machen, aber. Ja, machen wir hier lieber wieder das Feuer an. Oh. Langsam wird's auch für Karlach echt eng. So. So. Acht Trefferpunkte geheilt. Wunderbar. Die kann ja auch noch wiederbeleben. Aber ich habe noch eine Aktion. Hatte ich nicht mal irgendwie. Na, False Life. Aber die heal ich, glaube ich, nicht. Aber Ziel ist dann wahrscheinlich sie, ne? Wenn nicht beisteht. Na, es ist self dann. Ah ja, nee, ist klar. Ich muss ihre Schriftrollen nochmal. Junge! Lass dich doch mal treffen! Und. Ich raste gleich aus. 10 Schaden sind halt echt übel, ne? Boah, ein Crit. Jawohl. Es hätte mich jetzt super traurig gemacht, wenn er 7 Schaden gemacht hätte. Töte ihn, ohne den Schmiedehammer zu benutzen. Was für ein Schmiedehammer?